Annette. Anni. Annette. Anina. Anouk. Antje. Anu. Anushka. Franka. Ich, Anna. Anna M., nicht eheliches Kind, in Armut geboren, verdiente mein Geld in Nachtclubs. Irgendwann kam der Erfolg und man nannte mich Mama Roma. Ich war nicht schön, ich war eine Persönlichkeit. Eine mathematische Funktion. Du ein Wesen? Irrational. Bist du ein Opfer? Anna von Byzanz. Anna Komnene. Anna Savoyen. Ich bin Anna S. Der Freund meiner Mutter vergewaltigte mich, als ich 8 Jahre alt war. Meine Mutter glaubte mir nicht. Mein Leben wurde zu einer Doku-Song. Anna von Dänemark. Anna von Sachsen. Anna von Schlüsselberg. Anna von Indiakode. Ich bin Anna A. Anna von Brandenburg. Ich war eine deutsche Herzogin, Mäzenin und Komponistin. Anna ich habe Anna Weimar zu einem Kulturzentrum gemacht. Eisenach. Anna von Viermund. Anna von Nürnberg. Anna von Großbritannien. Ich bin Anna, 24 Jahre alt. Anna ich bin schön. Und ich bin lesbisch. Anna von der Borch. Ich habe Ungarn verlassen. Anna von Gundelfingen. Und jetzt lebe Anna ich von in Hemmelberg. Berlin. Anna Sophia von Hessen. Anna von Darmstadt. Anna von Münzingen. Anna von Hoyen. Ich bin Anna A. Anna von ganz Russland. Ich war Anna beugsam, von stolz, demütig, spöttisch, erhaben, gelassen, Anna von unerschrocken, mutig. Anna, die heilige ich war eine strenge, hellseherische Prophetin, eine rationalistische Denkerin. Ich verschwand spurlos. Nun trägt ein kleiner Planet 3067 meinen Namen. Mir, Anna G., wurde der letzte Hexenprozess Europas gemacht. Es war in der Schweiz 1782. Ich, Anna, bin in Deutschland geboren. Meine Eltern waren 10 Jahre auf der Flucht. 2008 wurde ich rehabilitiert. Viele starben. Sieben Tage lang anerkannt, dass ich in Schlauchwagen von Libyen nach Italien. Danach hat mein Vater meine Mutter, kennengelernt im Rom. Ich, Anna L., ich bin ein NS-Euthanasie-Opfer. Patientin in der Heil- und Pflegeanstalt Bettburg Hau. Ermordet in der Gaskammer von Grafeneck im Rahmen der Aktion T4. Ich, Anna G., bin Gesellschaftsaktivistin und Politikerin.
Ich bin transsexuell. Mit meiner früheren Ehefrau habe ich einen Sohn. Mein Sohn hat jetzt zwei Mütter. Als ich Anna K. Heinrich den 8. heiratete, habe ich ihn zuvor weder gesehen noch gesprochen. Er verliebte sich in das Bild von Hans Holbein, der er von mir gemalt hat. Die Ehe hielt nur ein halbes Jahr, aber ich war dazu verdonnert, in England zu bleiben, bis ich starb mit 41 Jahren. Ich, Anna K., wurde 25 Jahre alt. Ich war eines der 21. Ich bin die Königin von Wien. Ich, Anna S., war eine der ersten Unternehmerinnen des 19. Jahrhunderts. Und königliche und kaiserliche Hoflieferantin. Die Wiener Moderne war mein Leben. Karl Kraus, Gustav Klimt, Madame Dor, meine Kunden. Ich liebte Zigarren, Bulldoggen und meine weltberühmte Sachtorte. Ich, Anna O., war die Urpatientin und die Mitbegründerin der Psychoanalyse. Ich, Anna B., Hausfrau und Gelegenheitsprostituierte. Ich bin Opfer eines Serienmörders. Ich habe mein Leben in völliger Einsamkeit. Mein Name ist Anna Z. Ich hatte kein Glück mit den Männern. Man sagt, ich sei eine Serienmörderin. Und dabei wollte ich doch nur, ich wollte sie nur krank machen und bestrafen vor den Haupten. Ich bin Anna und wurde 9 Jahre alt. Ich wurde mit Klebeband in der Badewanne gefunden, starb ich später im Krankenhaus. Meine Pflegeeltern sprachen von einer Selbstverletzung und Erziehungsmaßnahmen. Ich war Anna E., die gesellschaftliche Emanzipation der Frau und ihre Bildungschancen. Das war mein Lebensthema. Ich habe das erste Mädchengymnasium in Deutschland gemacht. Ich, Anna S., war eine russisch-amerikanische Reporterin, Autorin und Menschenrechtsaktivistin. Mein Kampf gegen Krieg und Korruption hat mich das Leben gekostet. In Oktober 2006 lag ich ermordet im Treppenhaus von meiner Wohnung in Moskau. Ich bin Anna H. Ich bin die Frau des Tiroler Freiheitsfelds. Ich war ein Unbeugsamkeit. Ich, Anna M., war ich entführt? Opfer einer Gewalt? Oder habe ich einfach Reis ausgenommen? Suchhunde, Hubschrauber, Taucher fanden mich nicht. Ein Pilzsammler in Böhmen fand meine skelettierten Überreste. Und an einem Unfall glaubte keiner. Geboren in Riga. Anna V. Nach dem Krieg emigrierte ich in die USA. Arbeitete als Näherin. War geschieden und lebte alleine. Die Polizei fand mich 1962 tot im Flur meiner Wohnung. Bademantel offen, darunter war ich nackt. Der Gürtel des Mantels war wie eine Henkelschlinge um meinen Hals geknüpft. An meinem Hals waren Kratzspuren, aus meiner Vagina tropfte Blut. Es wurde nichts gestohlen. Im Bad lief Wasser und überschwemmte die Wohnung. Ich bin alle.
Silbe Seemasse, eine silberne Gedenkmünze und deine Fluggesellschaft benannt. Erzherzog Johann und mir ist eine romantische Erklärung.